Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir sind in der Halle der Blitze und so wie das aussieht, sind wir schon ziemlich fertig. Haben die jetzt einfach ein neuer gesucht? Glaub's aber nicht. Ja, die haben einfach ein neuer gesucht, wo sie dann noch Logi besiegen können. Ist für mich kein Problem. Mache ich doch gerne mit. Hab ich null Probleme, ihr Leute. Ist der Damage Healer abgehauen? Wo ist der Tank? Da ist der Tank. Au! Dann komme ich mal ein bisschen näher. Warum krieg ich Schaden? Warum krieg ich Schaden? Das verstehe ich nicht. Paddies, mach den Weg mal los. Ja, solange ich hier drin stehe. Autschen. Ja, solange ich hier drin stehe, bleibt geht's mir eigentlich ziemlich gut. Jetzt weiß ich auch, warum der andere abgehauen ist. Ach komm, hauen wir mal Heiltrank drin. Ja, bist du weg. Ja, das geht alleweil nicht gut für mich aus. Genau. Ah, okay, da hat mich gleich wiederbelebt. Vielen Dank. So, das soll es jetzt eigentlich gleich wieder gewesen sein und das war Loki. Aber was war das nochmal? Keine Ahnung. Loki wurde besiegt. Ja, das war mal schnelle Instanz. So kann auch gehen. Und wir sollten eigentlich, genau, wir haben die Tasche bekommen, mehr wollte man nicht. Ja, das war's eigentlich schon. Quest habe ich ja keine annehmen können. Ja. Passiert. Das war Muschnelli. Da ist bestimmt irgendeine Damage-Stile abgesprungen oder offline oder der war zu schlecht für die und der wurde ausgetauscht. Bin ich kein Freund davon, von Leuten einfach austauschen, aber okay, wenn er sich, wenn es so schlimm war, warum nicht? So, Spinni. Attacke, Arsch-Arsch-Tacke. So, Bekleider, Knurren an, aufs Maul. Naja. Wir melden uns trotzdem noch mal gleich an. Zack. Vielleicht habe ich schon Glück und die melden sich noch mal eins weiter an. Da kann ich vielleicht auch noch mal mit. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir haben einmal Kessel. Da müssen wir das Ding da ran. Zack. Tja. Das nennt man Kochhilfe. Schmeißt dann irgendeine Kram rein und das ist dann... So, das war einmal von. War das jetzt fertig? Ja, ein Kessel haben wir schon mal. Die Fünfe haben wir schon. Da brauche ich keinen mehr. Da brauche ich noch Jule. Ja, gute Jule. Da kommt der jetzt weit genug weg. Das schaffe ich auch von mir. Komm, gleich ein paar Krähe auf der Halshetze. Das ist jetzt schade. Halle der Blitze ist eine schöne Instanz. Ist jetzt halt leider fertig. Ich denke nicht, dass ich einfach nochmal so reinkomme, außer es hat sich was geändert. Es war nicht so ein Hero, es war normal. Also kann es schon mal sein, dass ich nochmal rein darf. Schauen wir mal, vielleicht kommt es nochmal. Ist nur, wie gesagt, ist eine sehr schöne Instanz, ist aber auch ziemlich tödlich an mancher Ecke. Man sehe Loki. Also, Loken, Loki. Sucht euch aus. So, der nächste Kessel. Die gleiche Dame. So, noch einmal cool brauche ich, glaube ich. Oder wie viel Kuhle brauchen wir? Wir brauchen 15 Kuhle. Oder haben wir noch ein bisschen was zu kindern? Ist aber nicht schlimm. Die Kuhle sind schnell gemacht. Und sie geben XP. Und wir haben noch ein Level abbekommen. Das habe ich ganz übersehen. Heide nein, das sind schon 74. Ab 75 gibt es ein neuer Punkt. So, bei den Talente. Haben wir bei Bekleider noch was? Wildheit, klar. Okay.
Ne, bei 75 gibt es hier neue Punkte, den können wir dann auch noch auswählen. Da freue ich mich schon drauf. Das heißt, dann praktisch, wir haben noch neue Fähigkeiten. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dann belaste ich mich jetzt noch nicht damit. Weil über ungelegte Eier brauchen wir noch nicht so gar keinen. So, wir haben jetzt 6 von 15, also noch 9 Stück fehlen. Das ist jetzt nicht gerade die Welt. Schade, passt hier soweit auch. Also von dem abgesehen noch 8 Stück. 8 Stücke. Ein Kessel brauchen wir noch. Wir brauchen noch Rollen. Das heißt, ich muss hier rein. Könnten wir eigentlich theoretisch reiten, wenn wir schneller. Zack. Ah, okay, kommt er auch noch in mir entgegen. Wenn er schon gerade mal da ist. Komm her, du Stoffi. Pump dich weg. Beißt er in die Kniescheibe und dann kannst du kriechen. So, der sollte jetzt eigentlich hier soll einer sein. Da ist er auch schon. Der hohe Priester. Na komm, wir hauen ihm noch ein paar Krähe auf den Hals. Das macht doch doppelt so viel Spaß. So, da ist die nächste Schriftrolle. Das machen wir einfach kaputt, nur weil wir es können. Nochmal das Golden. So, das war der andere, also das war die andere Rolle. Jetzt bräuchten wir noch einmal Kessel, Gule. Ja, doch fliegen wir einfach mal auf die andere Seite. Weil Gule, ja, wir haben hier noch mehr als genug. Ich gehe lieber darüber noch und dann gucken wir, ob wir noch ein paar Gule finden. Oh Gott, oh Gott. Wir spielen ja rennen da rum. Ekmaktik spendet. Na, klasse, ich muss ja auch immer beide finden. Ja, was soll's. Spinni. Danke. Kleinmut drauf schieße, dass die Bescheid wissen, wo sie hin sollen. Ach, Bärsche genügt sich auch mal dazu. Falsche Grünstrom. So, das waren sie. Und der lässt mich schnell angreifen. Einmal. Schwummer, jetzt kommt er runter. Und jetzt darf ich da angreifen. Heide, nein. Würde wohl gern wissen, wenn er da drin gehabt hat. Ist egal, ist tot. Mal gucken, ob meine Spinne Käse mag. Mal schauen. Ich könnte ja auch hier drauf drücken. Nein, sie mag keinen Käse. Aber nimm Fleisch. Bitteschön. Meine Spinne mag keine Käse. Was für ein penibles Tierchen. So, hier haben wir jetzt noch mal den letzten Quest, wo wir brauchen. Somit wäre die Quest auch beendet. Nö, da will ich nicht hin. Da ist Ghoul. Ghoul, Ghoul, My Ghoul. Mag die Dicke nicht. Die stinken so arisch. Okay, die stinken schlimmer als ich. Naja, was soll's. Jetzt habe ich eine andere Backe, jetzt mache ich mal kaputt. Gibt ja alles schließlich XP. Und wenn es so weitergeht, haben wir sowieso bald wieder das voll. So, da ist noch ein Ghoul. Google. Aber ich erinnere mich, glaube ich, an, dass mir als Allianz hier auch noch rein musste. Also ich glaube, das Addon hatte ich noch als Allianz gespielt. Dann habe ich gewechselt, weil ich irgendwann fand ich zu doof. Also das, ne, Allianz war dann nicht so meins. Nee, den will ich nicht. Wie gesagt, da haben mir auch nur die Zwerge so weit gefallen. Die Draenei fand ich nicht so toll. Die Gnomen fand ich auch noch witzig, aber da auch nur die Mädels mit der rosa Zöpfe. Und dann aber auch nur, weil ich Krieger und Magier spielen wollte. Und der Hexenmeister. Und bei Zwerge
hat mir eigentlich bloß die Paladin gut gefallen. Warum auch immer. Anscheinend, weil er sich selbst heile konnte. Tank konnte. Ups, das war der falsche Knopf. Ich glaube, weil er sich heilen konnte. Tankt. Und ein bisschen mit seinem Richtschulteilen-Krams auch andere heilen konnte. Also war schon eine schöne Klasse. Hat mir richtig Spaß gemacht zu spielen. Im Moment bin ich halt ein bisschen enttäuscht vom neuen Krieger. Also tanken ist so echt eine Qual, trifft es eher zu. Also man quält sich wirklich durch die Gegend beim Tanken. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig gemacht, aber weiß nicht, ich tanke jetzt schon seit Jahren und er war wirklich extrem mies. Mies. Die ganze Zeit hat man Hero-Inis bei Legion und Mystic plus 0 ohne Highlight tanken können. Also so ging es mir die ganze Zeit ohne Probleme. Ich habe so eine hohe Selbstheilung gehabt und so wenig Schaden kassiert, dass es soweit eigentlich alles richtig gut lief. Und jetzt auf einmal, Artefaktwaffe ist kaputt. Nur noch schlecht. Also es funktioniert nicht. So, brauchen wir da noch einen. Den einen kriegen wir auch noch. Zack, da ist er schon. Oh, Spinny muss geheilt werden, das ist doof. So, das war's. Wir haben alle. Dann fliegen wir mal weg. Swoosh! Können wir alles wieder abgeben. Es sollte fast wieder ein Level geben. Oder mindestens nur ein halbes. Wie gesagt, Furo kann man noch spielen und der Waffenkrieger macht auch noch Spaß, aber tanken, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe, funktioniert nicht mehr so richtig. Also ich brauche definitive Heiler, ich brauche die Buffs. Klar werden jetzt viele sagen, das ist doch ein grobes Spiel, du brauchst da Heiler. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche auch da Heiler. Der Heiler ist auch cool. Wenn man Heiler im Rücken hat, ist richtig geil. Das Problem ist aber, ich will dem Heiler das erleichtern. Der muss nicht die ganze Zeit nur mich heilen. Klar, der soll was tun für sein Geld. Der steht nicht zur Frage. Aber wir wollen doch ehrlich sein, wenn der Heiler die ganze Zeit nur mich heilen muss, bitte, macht doch auch keinen Sinn. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Einmal. Was führt euch hierher? Zweimal die neue annehmen. Die Vorfahren euch schützen. Und fertig. Ende. 78. Was haben wir gekriegt? Kritische Trefferwertung, Tempo. Tempo, Ausdauer, Beweglichkeit. Behalte ich lieber erstmal die blaue. So, was haben wir sonst noch? Nix. Neist. Neist hat er. Dann fliegen wir mal rüber. Zack. Geben wir das noch bei ihr ab. Ja. So, und fast ein halbes Level. Also es geht schon. Wir müssen wieder rüber. Das gucken wir uns mal an. Wuselsteine. Oh, alle Wuselsteine kaputt. Ein großer Wuselstein. Hey, hör auf zu kämpfen. Alluvius. Ach du Scheiße. Wie gesagt, das mit dem einzelstehenden Kopf, das ist witzig. So, wo sollen wir dann jetzt als nächstes hin? Darüber. Ach, immer die falsche Taste drücke. Das ist doch nervend. So, was müssen wir hier machen? Hier sind zwei Punkte. Fürst kriegst Ugeziefer. Entschuldigung. Ja, komm, die machen wir noch kaputt. Ich finde die Spinnenteile, die haben den Silithus schon genervt wie Sau. Da sind wir zum ersten Mal. Fand ich damals schon. War ich kein Freund davon. War nix meins. Und da waren die halt aber nochmal vermehrt aufgetaucht. Also die ganze Instanze und
So, dann tröten wir mal. Tröd, tröd. So, da ist der Anne, der Große. Putz. Jetzt kommt er bestimmt noch klar rausgesprungen, der Sack. Da ist er doch schon. Na, ja, da fang ich jetzt auch noch rum zu randalieren. Eine kleine Truffhaue. Gib ihm. Das Modell von dem Ding fällt mir eigentlich nicht spät. Zum ersten Mal ist der aufgetaucht bei Nax Ramas. Als Gegner habe ich den zum ersten Mal dort gesehen. Oh, cool! Super! Oh, komm bitte, lass das Mount droppen. Also, wie gesagt, viele Rahmobs können sich selbst droppen oder halt das, was sie anhaben. Wenn er jetzt deine Kleider droppen wird, wäre richtig geil. Bei meinem Glück halt leider nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben eine Brust bekommen, was ich nichts mit anfangen kann. Schade. Aber wir haben wieder eine von der Liste abgehakt. Das ist super. Das ist super. So, jetzt müssen wir noch da rüber. Dann müssen wir jetzt alles töten. Ah, okay, die Prinz. Praktisch so ein bisschen Oberhäupter. Das kriegen wir auch noch locker hin. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Dann dürften wir das hier abgehakt haben. Kommen wir ins nächste Gebiet rüber. Yes. Aber vielleicht haben wir Glück. Das sind noch 5 Level. Die dürften wir im nächsten Gebiet locker kriegen, weil A, gibt es dort auch mehr XP, weil wir hier nur im Anfangsgebiet sind. Und B, sind auch wieder die Questdicke mehr. Klar, wir werden jetzt leider nicht komplett Nordend durchquesten können. Wird leider nicht funktionieren. Das hat auch schon nicht funktioniert gerade für Classic. Weil ab einer bestimmten Größe, also ab einem bestimmten Level, sage ich mal, hat man halt wirklich das Problem, dass die Mobs nicht mehr größer werden. Und wie ist er dann? Der war doch eben noch da. Naja. Nein. Die Mobs halt größer werden. Und man hat halt das Problem, dass, also die Mobs nicht größer werden. Bei Level 60 hört es auf. Oder halt, wenn man dann halt ein PC übergeht oder Kataklysmus, dann werden sie halt noch ein bisschen größer. Aber im Grunde genommen hat man halt das Ding, dass einem die XP dazu fehlt. So, was haben wir hier? Ah, okay. Hört ihr auf mich zu casten? Ich mag das nicht. So, hau Spinni, hau den Bär, aber lasst mich in Ruhe. So. Also, wir haben uns jetzt gerade mal so ein bisschen oben drüber teleportiert. Das ist dann das Ding. Da könnt ihr auch wieder runter. So, hier müsste auch irgendwo dann der Prinz sein. Also das heißt praktisch, wir müssen jetzt hier die ganze Dinge abgrasen. Einmal im Kreis laufen, das ist nicht schwer. Das kriegt jeder hin. So, da drüben, da steht er schon. Die Lotion. Die Lotion. Ah ne. Die Handcreme, komm her. Zack. Spitzohr. Ja, ich spiele selbst ein Spitzohreimer, aber ich bin kein Freund davon. Nein. So, das war die Lotion. Intelligenz. Was will ich mit Intelligenz? Da kann ich mir nehmen und wieder aufs Klo hängen. Heide, nein. Oh, Spinni macht gleich den Abgang. Ja, Spinni muss gerettet werden, also das geht so nicht. So, füttern nochmal, füttern. Zack, und schon ist er voll. So, hier sollte der nächste sein. In dem Bereich.
Da ist er schon. Unersprechlicher Name, egal. Wechseln wir zurück. Und ich glaube, einmal müssen wir nach ganz oben. Ich glaub's mal. Es war so. Ah ja, immerhin. Und stirbt Zitrone. Zack, das war Nummer 2. War der ganz oben? Musste ich da ganz hoch? Oder war der unten? Prinz Wallen war doch vorhin unten gewesen. Naja, nehmen wir die noch mit. Wie gesagt, die geben gut XP. Wo war der? Ich gehe mal davon aus, dass der ohne war. Ich glaube, den haben wir unten gesehen, ja. Der ist unten rumspaziert. Na, da gehen wir einfach mal nochmal runter, dann sehen wir es ja dann. Zack! So, wo ist er denn? Da wird doch irgendwo rumpatrouillieren. Da fliegen wir bis hoch, wenn man das schneller findet, denke ich. Hallo? Hello again, it's me. Wo bist du dann? Nein, ist er nicht. Ist er auch nicht. Das ist ein Gargoyle, das ist er bestimmt nicht. Der war mir doch eben noch entgegengekommen. Weil da haben wir uns jetzt gerade Luft teleportiert gehabt. Vielleicht ist er irgendwo daneben. Ist er tot? Ist er erschlagen von irgendjemand? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Ich habe ihn nicht angegriffen. Wo ist denn der Prinz? Prinz. Mietz. Ah, ne, ist okay, Katz. Brüste? Ne, funktioniert auch nicht. Muss wahrscheinlich so schmuggelische sein. Ist bestimmt der Elf. Müssen wir noch Bäumchen rufen. Bäumchen. Siehste? Das hat funktioniert. Bäumchen hat funktioniert. Bin begeistert. Man muss bloß Bäumchen rufen. Da kommen die aus jedem Versteck gekrabbelt. Hätte Glühstrom. Oh oh, Spiel, mir geht's nicht gut. Also, bei Elfe immer Bäume rufe, da kommen die aus jedem Loch gekrabbelt. Zack. Och nö. Sucht in den Säulen des Blutes nach Blass. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. War schön, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren, teilen, favorisieren. In diesem Sinne, tschüss.